I don't like you, why you always trying to follow me? I'm your king, I'm your love, I'm your diamond piece. Take this emotion that just found its way inside of me. Since a kid, I've been searching for the truth in me. I'm a bumblebee, I'm a bumblebee. Follow my path to say all that you've done to me. Said I'm a bumblebee, I'm a bumblebee. Follow my path to say all that you've done to me. All that you've done. So, und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Back Desert Online Stream. So, ich lasse mal meinen Levelhelm auf. Ja, heute mal wieder am Podgrind. Apropos. Oh, besser als nichts. So. Dann schauen wir nochmal, ob hier was droppt, ey. Und hallo! Ich hoffe, es geht euch gut. So gechillt. Bechira. Mit der Musik ist übel gut. Ah, gucken. Vielleicht ist ja das Portal auch so gechillt, dass es droppt. Wäre ja wünschenswert noch 50 Stunden, wa? Und euch geht's gut, hoffe ich. So ruhig. Ei, ei, ei. Bin ich gar nicht gewohnt. Ich glaube, ich würde danach echt, wenn ich das von Shira droppe, würde ich wahrscheinlich danach zu Shirakan gehen. Wobei ich eigentlich Ronarus da müsste. Aber gar keinen Bock auf Ronarus. Hallo Guido. Na du? Müde? Hast du keinen Mittagsschlaf heute gemacht, oder was? Müde war ich heute Morgen, ey, da habe ich gearbeitet, seitdem ich wach. Also Müdigkeitsphase habe ich zum Glück gerade gar nicht. Mittagsschlaf kommt jetzt. Ei, ei, ei. Ne, müde bin ich gar nicht eigentlich. Ich habe doch so viel zu tun. Ich darf gar nicht müde sein heute. Ich habe endlich mal wieder Wochenende. Seit keine Ahnung, wie viel gefühlten Wochen. Endlich mal frei ein ganzes Wochenende.
Da komme ich ja glatt mal zu was. Aber hast du dieses Wochenende wieder den Kleinen bei dir oder bist du alleine diesmal? Ach, der Sven ist doch eigentlich positiv, ja, wenn du dabei einschlafen kannst. Das zeigt dir nur, dass es sehr beruhigend ist. Ist doch gut. Stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit nur rumbrüllen, ey. Mit meiner ständig heiseren Stimme hätte ich wahrscheinlich gar keine Stimme mehr, wenn ich hier nur rumschreie. Ist doch gut. Also ich finde, das ist ein Kompliment, wenn man bei der Stimme einschlafen kann. Hast du dieses Wochenende auch mal frei warm? Nach dem Geburtstag gestern. Yeah, Kamera. Voll komisch, ne? Ich bin jetzt bei der Season so weit, dass ich ja eigentlich nur noch Tuvala Helm und Rüstung anziehen muss. So, jetzt habe ich aber schon Helm auf Tri. Und meine Rüstung auch, glaube ich. Ja, aber die Zeten, die ich jetzt abgebe, muss ich jetzt wirklich noch einen Helm bauen. Auf Mon. Um den auf Mon anzuziehen, damit ich die Belohnung dafür kriege. Ist richtig weird. Das können wir wahrscheinlich auch keiner beantworten gerade, oder? Guido, weißt du das zufällig? Ach ja, Tira. One-Hit-Spot. Yeah. Bist doch nicht so weit. Ja, aber das kann doch nicht sein. Also wenn ich einen Helm schon habe, der Tri ist, dann müsste das doch automatisch zählen. Meiner Meinung nach. Mal Thorsten fragen. Vielleicht ist der da die Lösung für mich. Croxy weiß das wahrscheinlich auch nicht. Ja, angenommen habe ich auch alle Missionen. Das wäre übel ätzend, wenn ich jetzt meinen Tri-Helm. Ich meine, der wird wahrscheinlich eh fehlen, wenn ich den auf Tit probiere, aber wenn ich mir so zusätzlich einbauen muss. Na, bei den Season Lines, die wir oben rechts haben. Ja, da habe ich ja Karanaksaka fertig. Ja, hallo Funak. So, da hast du die Season-Abfolge Karanaksaka und dann hast du unten, setze ein Mon-Tuvala-Helm auf und setze ein Mon- oder ziehe eine Mon-Rüstung an. Das zählt aber nicht bei mir. Ich kriege die Belohnung dafür nicht. Hab aber einen Tri-Helm auf und ich glaube, ich habe eine Duo-Rüstung. Bin mir gerade unsicher. Send help, please. Ausziehen, anziehen. Aha, habe ich schon probiert. Lager rein, raus habe ich noch nicht probiert. Also an, aus habe ich auch schon gedacht.
Kennt irgendjemand das Problem selber bei sich? Das müssen wir nochmal machen. Oh no, warum denn? Ist ja richtig dumm. Ich würde Ted fehlen. Ja, schon klar, aber das ist doch trotzdem voll ätzend. Jetzt stell mal vor, ich drücke die Rüstung einfach auf Ted durch. Ja, nix. Glaube ich zwar nicht, aber... Das ist ja richtig bescheuert. Ja, naja, gut. Dann werde ich wohl Ted fehlen müssen. So ein Bullshit. Was hast du gestern noch getrieben, Funak? Warst du noch lange bei der Arena dann, oder? Perlman ist noch duell, sondern weiter Pod Grant. Chira machst du momentan, oder? Ich warte noch auf den Tag. Es muss doch irgendwann droppen. Aber es ist voll nice, dass wir momentan zwei Lootswords am Tag kriegen, ne? Bloodbuff. Ach ja, Castle Buff. Ja, stimmt. Habe ich gestern gesehen. Ihr habt ja ein Abzeichen. Ihr habt ja ein kleines Krönchen über eurem Logo. Habe ich gesehen. Ich würde eigentlich gerne Shurikan grinden, weil ich ja da auch den Stein habe, aber... Ach. Podgrind hält auf, ja. Wenn man nicht so ein Lucky Schwein ist, wo man innerhalb von 5 Stunden irgendwie alle Pots zusammen hat, dann ist das echt zeitfressend. Wassereimer hier auskippen, eher. Oder in Eimer Wasser, eher. Vielleicht bringt der was im Sumpf. Gucken. Eieieiei. Ich werde morgen schon auf Arsch und zwei Leute haben beim Fighten. Boah, das ist so richtig frustrierend, ne? Boah, ich glaube, da wäre ich geraged, ja. Da wäre ich geraged. An deiner Stelle. Ich bin da richtig ausgeflippt. Das ist ja so richtig frustrierend, Alter. Geht ja gar nicht. Ich bin seit 40 Stunden Blutwurf gestört, nur eine halbe Stunde. Oha! Das ist auch richtig bad. Ich meine, gut, den Guildies, den Gönnies, ehrlich gesagt, da bin ich jetzt nicht so. Aber in so einem Moment, wo du gegen jemanden kämpfst, du grindest schon, keine Ahnung, zig Stunden am Spot und der droppt das dann. Hat dich vielleicht noch gegrieft, hat dich angegriffen, keine Ahnung, ja. Der droppt das dann. Boah, das ist so ein Moment. Da gönne ich dann auch, glaube ich, nicht mehr, ja. Da hört das Gönnen auf.
Warte, ich muss das Seed einmal weiterschalten. Beziehungsweise das Enter. Huch. Ach so, warte, jetzt quatscht der nur, glaube ich. Ja, ja. Zu quatschen. So, fett. Wir haben jetzt halt noch Triversucht und 7 Milliarden. Oha, 7 Milliarden. First try. Oha. Ja, so Gildis gönne ich auf jeden Fall. So, da habe ich nicht so das Problem mit. Aber so dieser beschriebene Moment. Joa. Da bin ich sauer. Da würde ich wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr Podgrind gehen, wie ich so angefressen wäre. Ja, ich bin jetzt hier 50 Stunden Tira. In meiner Warnsteppe war ich lucky, muss ich sagen. Aber Tira, nee. Irgendwie gar nicht, ja. Ich würde direkt 7 Bilder zahlen für einen Podpiece. Ich würde sogar 15 Bilder hochgehen. bei Tira, ich weiß gar nicht, wie lang die Leute im Schnitt sind. Ich höre nur immer, alles unter 100 Stunden ist lucky und alles darüber ist unlucky. Ich weiß gar nicht, welche Richtung Tira so geht, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt bei 50 Stunden und 300.000 Trash aktuell bei Tira. Naja, wenigstens droppen die Kafras war. Das ist ja ein Trost, ey. Hat jemand irgendwie eine Übersicht? Ich weiß gar nicht, wie lange man so im Durchschnitt bei Tira ist. Hier, Croxy, du bist da auf dem Discord, ey. Hallo Tubsam. Ah, meine größte Panik ist, dass ich hier so einen scheiß Stein droppe, ne? So einen Mani-Stein bei Tira. Da hätte ich so gar keinen Bock drauf. Ich wette, den kriege ich noch, bevor ich das Portal habe. Safe. Ich mag Tira nicht. Also nicht so sehr wie andere Spots. Zum Beispiel Shirakan stört mich überhaupt gar nicht. Ne? So Khartoum ist auch noch okay. Aber Tira jetzt hier so ein 60.000, 50.000. Muss jetzt nicht sein. Aber Drachenschuppen kriege ich hier wenigstens ohne Ende. Habe ich herausgefunden, kann man ja doch ganz gut Geld damit machen. Shirikan ist der absolute Bullshit. Ja, Shirikan gehe ich ja so immer mal wieder grinden. Shirikan habe ich übel viele Stunden schon gegrindet. Schon bevor der Pod rauskam. Da renne ich eigentlich genauso durch wie bei Tira. Klick.
Eigentlich sieht das genauso aus. Immer von hinten und dann geht das. Ich habe ja für meinem Steinchen schon 6600. Ich habe gar nicht weitergemacht heute, siehst du? Mein Favorite Spot bleibt bei mir einfach aktuell noch Histria, ja. Shuriken geht eigentlich, fand ich als DK. Ist da Probleme oder was? Bam, 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 bam. Ich hab sogar mein Levelhelm aufgelassen, ja, damit ich ein paar Prozente mache, hier wenigstens die Party überhaupt gar nicht erwähnenswert sind, aber. Egal. Das muss laufen. Die Stimme von Nightlove ist einfach so krass, ne? Meinst du, der war schon am Fighten? Oh, okay. Ja gut, Asha ist auch gut was. Generell ist Asha eigentlich an den Pot-Grind-Spot eigentlich gut was los, ja. Ich würde das auch vermehrter machen, auf Asha zu grinden. So mit Streamer so ein bisschen schwieriger dann. Weil eigentlich komme ich dann nicht wirklich zum Grinden. Ich glaube an allen Spots, Funak. Chira durch in 3 Stunden. Mal 3, 10, 85. Such dir was aus. Ich bin jetzt bei 50 Stunden. Könnte das nächste wohl bei 80 Stunden sein, wa? Das ist ja motivierend. Uff. Das ist einfach um 20 Leute auf dem Blitzwurf-Spot. Ah, okay. Ja, krass. Wundert mich auch nicht. Er wird heute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr los sein. Weil Wochenende und so. Boah, ich kann diese ganzen Waffen ja auch echt nicht mehr sehen, ne? Die nerven mich richtig. Verkaufen sich schlecht und Weniger Waffen, mehr Potteile, bitte. Schmeiß weg den Mist. Ja, mache ich ja teilweise auch. Bringt ja auch nichts. Stopft ja nur. Ich
Heute Abend auch noch Weekly machen dann eher mit der Püppi. Also mit der Season-Püppi. Ich hoffe, es ändert sich heute positiv, ey, am Spot. Ich hoffe es so. Irgendwo hier bist du. Ich spüre es schon fast. Gar nichts mehr durch den Spot. Wie lange grindest du denn heute schon? Komm, hüpf mir einfach in die Tasche. Ja, ja, ja. Muss ja auch keiner mitkriegen. Also kann ja auch ganz so einfach so heimlich in die Tasche hüpfen. Na, hallo Gecko. Warum Bu? Also Bu wie Bu oder Bu wie Bu hallo? Okay, es ist jetzt sehr verwirrend gewesen. Nur 2 Stunden. Ich habe noch gar nicht gegrindet, also ich grind jetzt erst. Tag ist noch jung, das ist wohl richtig so, ja. Okay, Gecko kommt rein. Stiftet Verwirrung und antwortet nicht mehr. Pock. Schitschiere. So lief was? Ja, und gestern Miro, heute Chira. Bist du auch Chira? Oder musst du Chira machen? Ba, ba, ba. 50 habe ich bisher. 50 Stunden Chira. 300k Trash. ATM. I got pain, but I'm walking with a blank face. Shawty playing, but she knows she in the rain. Steppe habe ich. Steppe ist das Einzige, was ich habe. Die neuen Female. Ja, habe ich gesehen. Da ist ein nicer Zopf dabei und so habe ich gesehen. Wie viele Stunden hast du schon da waren, Steppe, so die Fass? Hm? Meine ich doch. Den Zopf.
Wurde aber auch Zeit, ey. Wie oft habe ich schon darum gebeten, endlich mal, dass neue Frisuren reinkommen. Oder Tattoos. Und, oder mal mehrere Tattoos und nicht nur eins, was man platzieren kann. Ja, ja. 200k Federn. Ohne Mann, ja. Ich habe gar keine Mastery gehabt. Hatte bei mir, glaube ich, nur ein Crown Food drin. Hatte 200 Energie und habe dann nach anderthalb Stunden das Teil gestoppt, gedroppt. Navan-Steppe. Ich war super lucky. Aber es ist so der einzige Spot, wo ich richtig lucky war. Schiebe ich nur drei neue. Ja, naja, wenigstens kommt überhaupt was Neues. Das ist ja schon mal was. Hallo? Hallo, Sascha? Unter 2k? Ja, ich glaube, bei mir waren das 100 Energie oder so. Ich weiß gar nicht. Ich habe gerade Riftbosse gemacht und dachte, ich mache einfach mal kurz ein bisschen Gather und so. Könnte keiner damit rechnen, dass es passiert. Carried. Ja, das ist das einzige Teil, wo ich carried war, ey. Oh, ein Gavish. Ja, Gavish habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile 20 Stück im Marktplatz. Glaube ich. Oder knapp 20 auf jeden Fall. Ich würde gerne die Potion verimieren für Succession Musa. Braucht der Succession Musa so viel Mana, oder was? Wusste ich gar nicht. Ich hab noch nie davon gehört, dass ein Musa viel Mana braucht. In Awakening schon, oder was? Ich bin 50. Krass, ja. Das Succession TK brauche ich überhaupt gar kein Mana eigentlich. Aber egal, jetzt haben wir ja schon einen Teil. Machen wir einfach weiter. Hast du denn jemanden zum Trainieren mit der Musa, Dolifas? Ich kenne den DK bei Lostbots und Fogans. Jo, Awakening geht richtig, richtig schnell. DK. Lostbots. Aber das gleiche Problem habe ich in der Succession mit meiner Ausdauer, ey. An Lostbots. Deswegen laufe ich hier so gechillt. Nicht, weil ich gleich einschlafe, sondern, ne? Damit ich überhaupt Ausdauer habe. Das ist immer, ja, in Hüstre schaffe ich das auch. Obwohl nicht immer. Kommt ein bisschen auf meine Phase an, wie ich an dem Tag gerade drauf bin.
Selbst gestern 12 Euro Tamiro habe ich eigentlich ganz gut mit der Ausdauer weggesteckt. Ging eigentlich ganz gut, hatte ich gar keine Ausdauerprobleme. Huch. So weit weg gewesen. Gucken. Ich bezweifle zwar, dass ich das Wochenende irgendwie 25% komme. Wäre natürlich richtig nice, aber ich glaube. Schwierig. Schwierig. Selbst mit Weekend Buff nicht, glaube ich. 5% wären da echt fett, ey, bis Sonntag. Wobei jeden Tag 1% geht. Geht eigentlich. Eigentlich möglich, ja. Ich hoffe, ihr habt alle eure J-Scrolls verbraucht, by the way, weil ich glaube, die laufen dann jetzt ab, wenn ihr sie noch nicht aus dem Postfach geholt habt. Oder aus dem Postfach geholt hattet und die ganze Zeit im Inventar hattet. Eher so rum. Sag mal, nee, da bist du noch da. Nee, ja. Da war ein Elder zwischen gepackt. Ich bin beim Season Char, ja. An dem Punkt, wo ich einen Mon-Tuvala-Helm aufsetzen muss und eine, ich glaube, Mon-Rüstung. Jetzt habe ich die aber schon Tri und Duo und die zählen nicht. Auch ein und, also an- und ausziehen bringt nichts. Nochmal neu machen oder was ist das Problem? Schwarzgeist? Ja, aber der zeigt mir nichts an. Der Schwarzgeist? Nicht, dass ich wüsste. Fähr einfach auf 0 Sticks. Danke. Okay. Also ich guck nochmal. Und da Vorschläge dann beim Schwarzgeist, oder was? Okay. Na gut, ich hatte letztens Content gemacht. Ja, da muss ich, gut, dann gucke ich da auch nochmal in Schwarzgeist. Okay. Konzentrierst du dich aufs Money Wasten? Nice. Okay, also wenn du sagst, es geht 100%, dann gucke ich nochmal in den Schwarzgeist. Ich stand nämlich vorhin bei Karan und denke mir so, warum kann ich den Rest nicht abholen? Was ist da los? Ha, Schwarzgeist also. Gut. Ich werde dies überprüfen. Gibt's hier was zu tun für mich? Ja, Shirikan. Schade, bin ich Shirikan. You want to be
Gestern ist mir der Tungarten gefehlt, weil es Gucci nicht ist. So. Hallo, Imusai. I remember you're going to bar. Now you remember mine. I can kill with a word. So, jetzt könnte doch hier mal, ne? Plup, plup und so. Schwarzkäse also. Das muss ich mir nachher auf jeden Fall mal angucken, ob das wirklich daran liegt. Weil der, glaube ich, noch arbeitet bis 13 Uhr. Nö, ich nehme keinen Scroll. Aber ich habe einen 8-Stunden-Buff noch. 8 Stunden noch Beuterate, 24. Hier 20% mal nicht. Ich habe ja schon mal probiert, ne? Also ich habe insgesamt von den 50 Stunden Chira habe ich bisher 2 Stunden mal eine Lootswell genutzt. Ja. War nix. Die Ringe habe ich alle ohne Lootswell gedroppt. Von daher. Nee. Dann benutze ich lieber ein Hystria. Ehrlich gesagt. Nee, nee. 181 Stunden habe ich 181. Oha. Oha. Richtige 31er. Ja, sagt der Richtige, ne? Ist doch jetzt auch ein 31er seit gestern. Dann 20 plus 2. Komm mir bekannt vor. Ich bin auch 29 plus 2. Easy. Frauen werden nicht älter als 29. Ist das wieder Ende oder Anfang? Es ist immer so Anfang. Bam, bam. Liebe Spam, easy, dafür ist der liebe Kommando auch da. Funak, bist du denn heute wieder motivierter, wo ich bei Chira bin?
für den Pott. Aber 181 Lootkreuz, das ist schon hart. Teilzeit ist halbes Leid. Ist halt so. Ist halt so. Also, ich droppe aber auch gerade Drachenschuppen, ne? Richtig gut. Wie habe ich denn schon? 14 Stück in 45 Minuten. WTF? Die soll mal hier nicht diese ganzen Drachenschuppen-Scheiße droppen, sondern mir mal einen Pott hier hinlegen. Ich glaube, 14 Stück hatte ich noch nie in einer Stunde. Also der Buff funktioniert, aber an der falschen Stelle. Ach, Mann. Was ein US-Betierer. Was willst du machen? Was willst du machen? Der nur 20%. Hystria gehen. Ja, da habe ich aber gar nichts gekonnt. Da habe ich weder ein Portal gegrindet noch XP gemacht dann. Monies? Ja, Monies habe ich genug. Moneten habe ich genug, das ist nicht das Problem. Eine Stunde Red und Blackjack bekommen. Ach, das ist doch gar nichts. Ich glaube, meine beste Runde Historia war, was war denn das, glaube ich, 2 Black Charts, 2 Reds und eine Halskette, glaube ich, war die beste Runde, die ich hatte, Historia, also eine Stunde. Jede Menge Scrolls. Ja, Scrolls scheinen sich langsam wieder zu fangen, ey. Der letzte Mal, als ich da war, war ja richtig krabby. Mit Scrolls, ey. Da hatte ich ja, weiß ich nicht, 8 Scrolls die Stunde oder so. Das ging ja gar nicht klar. Und wie kurz nachdem Season rausgekommen ist, das war richtig behindert. Spawn. Du Hüter. Mit Jace-Kreuz. Ja gut, du wolltest sie auch weggrinden, ne? Bam, 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 bam. Wo bist du nur? Du hässliche Magendrüse. Wenn es so weitergeht, schreibe ich bald ein Lied über die.
Wird da bestimmt einige sein. Ah, okay. Na gut, Lutzka wolltest du eigentlich ja noch gar nicht nehmen in Hystria, ne? Hast du gesagt. Wie viel machst du jetzt Trash die Stunde ohne Lutzka? Und du kannst sie beide zusammen benutzen, doch. Also ich habe beide zusammen benutzt, Blue Score und Jail Score. Warum sollte das nichts bringen? Die Stacken ist safe. Einmal mit Profis, ey. Ohne Witz. Hey, ja? Junge Frau. Kann man wieder singen. Also ich habe auch beides zusammen benutzt, ja. J-Score und Blue-Score. Haben mir zwar auch keinen Elton- oder Wodgan-Part gebracht, aber wäre mir jetzt auch neu gewesen, wenn die nicht stecken. War schon krass, ja. 16 Drachenschuppen. In nicht mal einer Stunde. Was ist da denn los, ey? Hat jemand sein Beutelchen ausgekippt? Und noch eins. Crazy. Ja, ich stand schon da. Ja, ja.